Bauern, liebe Bürger, liebe Besucher im Salzlandkreis, ich wünsche Ihnen eine gesegnete Weihnachtszeit, geruhsame Stunden im Kreise Ihrer Familie. Ich bedanke mich für das Jahr 2015, bedanken möchte ich mich hier für das entgegengebrachte Vertrauen, weil ich denke, gerade in diesem Jahr war es für uns alle nicht sehr einfach, da wir uns auf bestimmte Situationen einstellen mussten. Wir haben uns auf eine Situation eingestellt, dass wir keinen Haushalt im Salzlandkreis hatten. Wir konnten dennoch gewisse Sachen erledigen. Wir konnten unsere Pflichtauflagen natürlich pflichtgemäß erfüllen. Wir konnten aber auch freiwillige Aufgaben weiterführen, in dem Sinne, dass wir natürlich im Rahmen der Wirtschaftlichkeit alles dennoch prüfen mussten. Aber ich denke, das gesellschaftliche Leben ist aufrechterhalten worden. Aufrechterhalten worden in dem Sinne, dass wir immer in die Historie trachten, auch das Ursächliche, denn die Bürgerinnen und Bürger vor uns in beruflichen Tätigkeiten, aber auch im Ehrenamt, haben vieles geschaffen, gerade in den letzten 25 Jahren und 25 Jahre nach der Wende ist es gerade für mich wichtig, nochmal daran zu erinnern, dass in den 25 Jahren viele Aktivitäten in unserer Gestaltung des Salzlandkreises gesteckt wurden. Dafür möchte ich mich bedanken, weil das ist der Grundstein dafür, dass wir heute so glücklich auch hier leben können, glücklich auch in Frieden. Darauf möchte ich auch nochmal Bezug nehmen. Ich möchte dafür, dass wir uns einsetzen, dass es weiterhin Frieden in unserem Kreise besteht, in unserem Kreis, in unserem Deutschland. Ich möchte mich auch dafür mit Ihnen einsetzen, dass wir denen, die jetzt gerade nicht das Glück haben, Frieden in ihrem Land zu haben, dass wir die unterstützen. Ich möchte Ihnen geruhsame Stunden wünschen, einen guten Übergang in das Jahr 2016. Viel Spaß, viel Freude. Ich denke, das gehört auch dazu. Und uns im Salzlandkreis alles Gute für das Jahr 2016.